Woolwich ist ein Stadtteil in den Docklands im Südosten Londons und gehört zum Royal Borough of Greenwich. Es befindet sich größtenteils südlich der Themse, abgesehen von einer kleinen Exklave, die nördlich der Themse liegt. Beide Teile werden durch die Woolwich-Fähre sowie den Woolwich-Fußgängertunnel miteinander verbunden. Geschichte. Die Geschichte von Woolwich ist sehr stark mit der militärischen Vergangenheit des Vereinigten Königreichs verbunden. Es beheimatete die 1512 gegründete Woolwich Dockyard, das Royal Arsenal, die Royal Military Academy Woolwich und schließlich die Royal Horse Artillery. In Woolwich befindet sich noch immer eine Kaserne, die Royal Artillery Barracks und das Royal Artillery Museum. Ein anderes nahegelegenes Museum beinhaltet Ausstellungsstücke, welche das Royal Arsenal betreffen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Woolwich stark zerstört. Der FC Arsenal wurde ursprünglich 1886 in Woolwich von Arbeitern des Royal Arsenal gegründet. Jedoch ist der Fußballclub 1913 in das Arsenal Stadium nach Highbury im nördlichen London umgezogen. Dies ist eines der seltenen Beispiele von Fußballvereinen, die ihr Gründungsgebiet verlassen haben. Die Ulwich Polytechnik 1892 gegründet, fusionierte 1970 mit anderen lokalen Hochschulen zur Thames Polytechnik. Diese erhielt 1992 den Status einer Universität und ist ist seitdem die Universität Greenwich 2000 richtete sich die Universität dann einige Kilometer westlich im Royal Naval College ein und ließ nur noch einen Teil der Verwaltung in Woolwich 1972 eröffnete hier die erste McDonald's Filiale des Vereinigten Königreichs die gleichzeitig die 3000ste in der Welt ist Woolwich wurde damals gewählt weil man es für eine repräsentative englische Stadt hielt jüngere Entwicklungen in den 1950er Jahren begann der Stadtteil allmählich zu verfallen. Kaufhäuser wurden geschlossen und durch Wohltätigkeitseinrichtungen und Tierheime ersetzt. Die Zeit des Wohlstandes war vorerst vorbei. Heute zeichnet sich das Arbeiterviertel eher durch seine hohe Kriminalitätsrate aus. Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Die Sanierung des ehemaligen Royal Arsenal ist abgeschlossen worden und eine kleine Renaissance erfasst Woolwich. Verschiedene Einzelhandelsketten haben im Zentrum von Woolwich Filialen eröffnet und bereits seit längerem leerstehende Geschäfte sind renoviert worden. Ein Ausbau der Docklands Light Railway ist 2009 fertiggestellt worden. Auch wird Woolwich ein Begegnungsort der Olympischen Sommerspiele 2012 sein. Dies und die optimistische Planung zur Neugestaltung Woolwichs haben zu einem enormen Anstieg der Immobilienpreise im Stadtteil geführt. Woolwich war 2006 der Drehort für den Film Children of Men. Mordanschlag 2013 am 22. Mai 2013 wurde ein britischer Soldat auf offener Straße von zwei Männern angefahren und enthauptet. Die Täter sollen während der Tat Aloha Akbar gerufen und sich kurz darauf in einem Video zu dem Mord bekannt haben. Die Polizei hat beide Männer danach angeschossen und verhaftet, bekannte Einwohner. Andy Fordham, englischer Dartspieler und Gewinner der 2004 World Professional Darts Championship der BDUs, Töchter und Söhne der Stadt. Fred-Erik Augustus Abel, Chemiker, Julian Bailey, Autorennfahrer, Charles George Gordon, General, Henry Maudslay, bedeutender Maschinenbauer, Ian Rabi, Autorennfahrer, Riegels Rapper.